Moin Leute, ich bin Jonas und heute habe ich das OnePlus 8T hier. Ich habe Ewigkeiten auf dieses Paket hier gewartet und mich sehr, sehr gefreut, denn das OnePlus 8T wird eventuell die Ablöse zu meinem bisherigen OnePlus 8 Pro, wo die Unterschiede zwischen den beiden Smartphones liegen und wie mein erster Eindruck des OnePlus 8T ist. Das erfahrt ihr in diesem Video. Ganz viel Spaß dabei. Zu Beginn erstmal viele Grüße und lieben Dank an Trading Shenzhen, die mir das OnePlus 8T zu einem günstigeren Preis zur Verfügung gestellt haben. Vielen lieben Dank dafür. Das Ganze kam jetzt aus China an, hat erheblich weniger gekostet als auf Amazon allein. Deswegen hat sich das tatsächlich gelohnt, ein bisschen länger auf das Paket zu warten. Das erstmal hier so beiseite gelegt und rausgenommen. So, und da haben wir dann auch schon die Verpackung vom OnePlus 8T. Sieht ja sehr ähnlich aus zu den bisherigen OnePlus-Geräten. Hier, falls ihr noch einen Gutscheincode braucht, könnt ihr den einfach eingeben. Davon habe ich schon ein paar hier rumliegen tatsächlich. Hier ist die Verpackung vom OnePlus 8T typisch in dem Rot gehalten mit dem Schriftzug. Hier haben wir das nochmal von der Seite. Und hier, Moment, so haben wir das Ganze von hinten mit ein paar Informationen drauf. Wie gesagt, ich habe jetzt die 256 GB Speichervariante, ich will immer 128 GB sagen, warum auch immer, mit 12 GB RAM, die wiederum kein Mensch braucht, aber ich brauchte den Speicher, dementsprechend ist das ebenso gekoppelt und gebundelt. Im Gegensatz zu ganz, ganz vielen Reviewern habe ich in meinem Fall zumindest die graue Variante, weil ich persönlich einfach so matte Rückseiten sehr, sehr mag und nicht so der Fan von glänzenden Rückseiten bin. Und jetzt schneiden wir das Ganze mal hier ganz frisch auf. Ich bin ein bisschen verwundert, weil normalerweise geht es bei Trading Shenzhen, gehen die hin und öffnen das einmal, um es komplett zu prüfen, damit da auch wirklich nichts dran ist. Wenn das natürlich jetzt nochmal neu komplett verschlossen ist, finde ich nochmal eine Ecke cooler. Ach, hier sehen wir es, die waren trotzdem schon dran und haben hier eben einmal das Smartphone getestet, damit man weiß, okay, das Ganze funktioniert auch einwandfrei. So, jetzt mal ein bisschen näher hier ran. Hier ist das Smartphone. Wie immer legen wir das Ganze zur Seite. Wir sehen hier schon so ein bisschen das Grau durchschimmern. Hier haben wir dann noch so eine Lasche, wo wir das Ganze dann aufziehen können und hier so ein paar Manuals rausnehmen können. Sonst ist da nichts drin. Genau, wir haben den OnePlus-typischen Brief hier drin. Den können wir auch einfach mal aufmachen. Und da stehen dann einfach, glaube ich, ein paar Grüße von dem Chef von OnePlus drin, meine ich zumindest von dem CEO, genau. Und hier haben wir noch das SIM-Eject-Tool mit einem lachenden Smiley drauf. So, das zur Seite hier noch, cool, OnePlus-Sticker haben wir auch am Start. Das ist ja immer ganz nett. Aktualisiert mit der 8T-Version sozusagen. Der ganze Kram hier erstmal weg. Und dann schauen wir uns mal an, was wir noch drin haben. Wir haben ein durchsichtiges Case. Ja, wird ja mittlerweile immer relativ oft dazugelegt. Ich finde das auch gar nicht mal schlecht, dass es dabei liegt, weil ich habe tatsächlich gerade noch keine Hülle da. Dann werde ich das erstmal so lange benutzen. Und wir haben das neue USB-C auf USB-C-Kabel, weil ja das OnePlus 8T jetzt ganz neu Warp Charge 65 unterstützt. Und damit kann man das Smartphone eben relativ zügig, ich glaube innerhalb von 15 Minuten, auf um die 60% bringen. Und das ist schon echt eine ganz gute Sache. Und hier unten ist dann auch schon der angesprochene Charger drin. Warp Charge 65 unterstützt das Ganze, also mit 65 Watt werden da zwei Akkus quasi parallel geladen, also dementsprechend dann mit weniger als 65, aber so, dass die Belastung auf den Akku möglichst gering gehalten wird. Und das Coole an diesem Lader ist tatsächlich, dass ihr damit auch andere Geräte laden könnt, nicht nur das OnePlus 8T schnell, sondern auch das OnePlus 8 Pro zum Beispiel schnell laden mit 30 Watt oder auch zum Beispiel verschiedene Laptops. Das ging mit dem anderen Charger tatsächlich nicht, da konnte man nicht schnell laden, zumindest nicht andere Geräte, die nicht von OnePlus sind. So, der Kram jetzt erstmal beiseite gelegt, denn wir wollen uns ja das Smartphone selber ansehen und uns die Unterschiede vor allem auch ansehen. Ich kann das, glaube ich, hier einfach so rausziehen, beziehungsweise, ach, wir machen es einfach richtig. Einmal hier diese Lasche geöffnet und dann halte ich das Gerät auch schon in den Händen. Und ich persönlich finde diese graue Rückseite ja schon echt schick und vor allem, was ich liebe, sind glatte Displayfronten und nicht so wie beim 8 Pro, wo das Ganze eben gekrümmt ist. So, ich habe einmal ganz kurz die Sticker abgemacht und dann können wir uns das auch in der vollen Pracht ansehen und das sieht auch schon echt ziemlich schick aus. Gefällt mir ziemlich gut, hat eine sehr weiche Rückseite, fühlt sich hochwertig an. Wir haben einen Aluminiumrahmen auf der Seite hier. Wir haben ein 6,55 Zoll großes Full HD Plus Display Panel mit AMOLED und natürlich 120 Hertz, wie auch schon beim 8 Pro. Ich glaube, es gibt keine Option, das auf 90 Hertz zu stellen, was ein bisschen schade ist, weil man dadurch eben nochmal ein bisschen Akku bekommt, anstatt wenn man es aufs
60 stellt, hat man auch noch eben die Möglichkeit, dass es flüssig ist und gleichzeitig mal ein bisschen Akku sparen kann als bei dieser 120 Hertz Version. Dann haben wir eine Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln mit einer PPI von 402 im Vergleich zum OnePlus 8 Pro. Da hat man eine PPI von 513, was ja nochmal ein bisschen höher aufgelöst ist, aber das finde ich persönlich nicht so schlimm. Ich denke, damit werde ich auch ganz gut klarkommen. Alles klar, dann würde ich sagen, wir schauen uns mal das Gerät nochmal weiter von der Seite an. Hier haben wir den einen Ausschalter und den OnePlus-typischen Alert-Slider, womit wir diese drei Positionen natürlich abfahren können. Laut, vibrieren und natürlich stumm. Dann auf der Rückseite ist jetzt die Kamera quasi von der Mitte nach links gewandert, wie bei vielen anderen Smartphones auch. Ich finde das eigentlich ganz schick. Viele Leute können das Design vielleicht nicht mehr sehen. Mir gefällt es eigentlich ganz gut tatsächlich. Da können wir auch direkt mit den Kameras weitermachen, denn hier haben wir eine 48 Megapixel Hauptkamera von Sony drin, die auch schon im OnePlus 8 verbaut ist und leider nicht die gleiche, die auch im OnePlus 8 Pro verbaut wurde. Denn hier ist der IMX586 Sensor verbaut und leider kein 689, der doch nochmal eine ganze Ecke besser ist, wie ich finde. Dann haben wir noch eine 2-Megapixel-Monochrom-Kamera, eine 5-Megapixel-Makro-Kamera. Ich weiß ja nicht, diese zusätzlichen Linsen, ob das so viel bringt. Und außerdem haben wir noch eine 16-Megapixel-Weitwinkel-Kamera. Und wo wir schon bei den Kameras sind, hier vorne im Punch-Hole-Design verbaut, ist die gleiche Kamera wie im OnePlus 8 Pro, und zwar die 471 von Sony. Und die hat ja eigentlich ganz gute Bilder gemacht, wie ich finde. Ja, ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Technische Daten natürlich auf Top-Niveau bei OnePlus wie gewohnt. Wir haben einen Snapdragon 865 mit 12 GB LPDDR4 RAM. Im 8 Pro ist ja LPDDR5 RAM verbaut, der nochmal einen Ticken schneller ist. Dafür ist der Speicher hier allerdings schneller, denn wir haben hier UFS 3.1 Speicher verbaut. Ja, das erstmal zu den technischen Daten. Ich würde sagen, wir schalten das Gerät einfach mal an. Und dann kann ich einfach noch ein bisschen was dazu sagen, denn hier oben haben wir natürlich wieder Stereo-Lautsprecher verbaut, die allerdings schlechter klingen sollen als beim 8 Pro. Beim 8 Pro hatte ich tatsächlich das Problem, dass die nicht gleichmäßig waren, dass quasi, ich weiß nicht, ich glaube, die höhere Muschel war lauter als das hier an der Seite. Ich hoffe mal, das ist beim 8T nicht so. So, das Gerät ist eingeschaltet. Wir können uns eigentlich auch mal ganz kurz im Vergleich das Ganze zum 8 Pro ansehen, von der Größe her, sage ich jetzt mal. Also das 8 Pro ist doch nochmal eine Ecke größer und von der Dicke her würde ich auch sagen, dass das 8 Pro vielleicht ein Ticken dicker ist. Der Kamerabuckel schaut auch ein bisschen weniger heraus, was immer eine gute Sache ist. Natürlich, dadurch, dass es jetzt nicht mehr symmetrisch ist, klackert das eben auf dem Tisch, aber ich meine, so ist das einfach. Dann, das Gerät ist einfach schon eingerichtet von Trading Shenzhen, soweit ich weiß. Das werde ich gleich einfach mal zurücksetzen und dann meinen ganzen Kram hier draufladen, um den Test zum OnePlus 8T dann auch zu starten. Ich war ja mit meinem 8 Pro nicht so zufrieden. Das Review findet ihr übrigens hier oben. Und ich hoffe, dass die Display-Probleme hier einfach jetzt behoben sind. Aber was wir natürlich jetzt schon sehen, ne, 120 Hertz, das ist natürlich dann doch schon echt ganz schön flott. Und das sieht man auf jeden Fall, die Bildwiederholrate. Und ich persönlich bin das mittlerweile gewohnt, weshalb 60 Hertz sich einfach total langsam anfühlen. Und man eigentlich nicht mehr so wirklich zurück kann zu irgendwas langsamerem als, ich sag mal, 90 Hertz vielleicht. Naja, das erstmal so zu meinem Ersteindruck zum OnePlus 8T. Gefällt mir optisch erstmal sehr gut, fühlt sich gut in der Hand an, liegt auch gut in der Hand. Und allein die technischen Daten sprechen ja schon mal für sich. Mit Oxygen OS ist dann natürlich auch auf der Softwareseite erstmal alles richtig. Und ja, dann soll es jetzt erstmal von meinem Ersteindruck zum OnePlus 8T gewesen sein. Ich hoffe, ihr schaltet auch wieder im Review vorbei und dann sehen wir uns da. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao.